Hallo liebe Leute, heute testen wir den neuen Gönnergy und wir haben auch alle drei Sorten. Ich werde euch im Video auch sagen, wie die schmecken und werde die auch bewerten. Ich habe schon alle drei probiert, also dementsprechend habe ich da schon ein gutes Ergebnis. Und zwar haben wir hier Raspberry Cheesecake, 500 Milliliter, G steht für gönnen, eiskalt genießen, die sind auch eiskalt. Tropical Exotic Geschmack, auch G steht für gönnen, eiskalt genießen. Blueberry Coconut Geschmack, G steht für gönnen und auch eiskalt genießen. Also egal welcher Energy Drink hier, welcher Gönnergy, immer eiskalt genießen, dann schmecken die auf jeden Fall noch deutlich besser. G steht für gönnen, also gönnt euch doch mal ein Gönnergy. Ja, und ich habe mir auch schon einige gegönnt, nicht nur die drei, die dahinter stehen, sondern auch schon ein paar mehr. Und ich bin auch gespannt, was eure Lieblingssorte ist. Vielleicht habt ihr ja eine Lieblingssorte. Ich habe auf jeden Fall eine Lieblingssorte. Und weil diese Sorte mir besonders gut schmeckt, habe ich mich entschlossen, dieses Video hier zu machen, um euch das zu präsentieren. Natürlich gebe ich auch eine Meinung über die anderen beiden Sorten hier im Video ab. Ja, also Gönnergy, gönnt euch auf jeden Fall mal ein Gönnergy. Das lohnt sich auf jeden Fall. G steht für gönnen und ganz wichtig, darf man auch nicht vergessen zu sagen, man muss sich auch mal was gönnen. Genau, im Leben muss man sich mal was gönnen und da kommt Gönnergy genau richtig hier am Start. Seit dem 20. Juli gibt es ja Gönnergy im Laden offiziell zu kaufen. Da war sozusagen der Release. Und wir haben hier auch überall die First Edition bei Monte. Das bedeutet die erste Produktion sozusagen. Und auf jeden Fall, G steht für gönnen. Gönnt euch mal was. Man muss sich im Leben auch mal was gönnen. Ein Leben ohne Gönnergy ist möglich, aber nicht sinnvoll. Deshalb nicht sinnvoll, weil eine ganz bestimmte Sorte schmeckt mir besonders gut. Und jetzt gebe ich meine Meinung ab über meine Lieblingssorte. Blueberry Cheesecake. Wo ich das erste Mal das getrunken habe, habe ich sofort gesagt, wow, boah, das schmeckt richtig lecker. Und genau weil das so lecker schmeckt, war das hier auch mein Ansporn, dieses Video darüber zu machen, über dieses Produkt. Mir gefällt auch richtig gut, 0% Zucker, 0% Kalorien, also wirklich sensationell, Gönnergy. Und ich gebe Gönnergy, Raspberry Cheesecake, die rote Sorte, gebe ich 9 von 10 Punkten. Dieser Geschmack hat das tatsächlich verdient. 9 von 10 Punkten für Raspberry Cheesecake. Kommen wir zur nächsten Sorte. Tropical Exotic. Also erstmal vorab, es schmeckt aber nicht so lecker wie das. Wie gesagt, also ist natürlich nur meine Meinung. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Die Geschmäcker sind ja natürlich selbstverständlich immer verschieden. Vielleicht teilt ihr das ja auch mit mir, dass ihr auch 9 von 10 Punkte der roten Dose gibt. Ja, auf jeden Fall jetzt zurück zu Tropical Exotic Geschmack. Wie gesagt, schmeckt ganz gut, aber hier würde ich nur 6 von 10 Punkten vergeben. Hat mich jetzt nicht so geflasht wie die rote Sorte. Kommen wir zur dritten Sorte.
Blueberry Coconut Geschmack. G steht für gönnen. Ja, Kokos. Ich bin nicht so ein Kokos-Fan. Also man kann es trinken, ja, aber ist absolut nicht mein Geschmack. Absolut nicht. Diese Coconut. Hier leider nur 3 von 10 Punkten. Und die Geschmäcker sind ja, wie gesagt, verschieden. Nochmal ein kurzer Überblick. Hier waren es 9 Punkte, hier waren es 6 Punkte, hier waren es 3 Punkte bei mir. Und jetzt habe ich meine Frau noch mit dabei. Und dann fange ich mal an mit der roten Dose. Du hast die ja auch getrunken. Wie hat sie dir geschmeckt? Also bei Cheesecake gebe ich 2 von 10. Sehr süß. Nicht mein Geschmack. Ja. Kommen wir zur nächsten Sorte. Tropical Exotic. Wie schmeckt dir das? Also die ist sehr lecker. Und da gebe ich 7 von 10. Aber auch zu süß. Interessant auf jeden Fall, wie die Meinungen auseinandergehen. Da haben wir das perfekte Beispiel. Die Geschmäcker sind verschieden. Kommen wir zur nächsten Sorte. Und Blueberry ist überhaupt nicht mein Geschmack. 1 von 10 und Kokos mag ich sowieso nicht. Gut, in dem Fall sind wir uns beide einig. Hier gehen die Geschmäcker auseinander. Trinken kann man sie alle, finde ich. Aber hier mein Favorit. Und dein Favorit. Genau. So. Hier dein Favorit und hier mein Favorit. Und ganz wichtig, eiskalt genießen. G steht für gönnen. Man muss sich im Leben auch mal was gönnen. Ein Leben ohne Gönner-G ist natürlich möglich, aber nicht sinnvoll. Auf jeden Fall, jeden, der das probiert, wünsche ich viel Spaß dabei. Und lasst euch das schmecken. Gönnt euch. Gönnt euch ein Gönner-G. Und Gönner-G war auch teilweise gar nicht so einfach zu bekommen. In manchen Supermärkten gab es das gar nicht. Manche hatten nur wenig. Andere haben uns vertröstet, dass sie morgen Ware kriegen. Am nächsten Tag hieß es, wir haben keine Ware bekommen. Beim anderen Supermarkt wieder hieß es dann zum Beispiel, ja, wir hatten Aufsteller, der war aber ruckzuck vergriffen. Also verschiedene Aussagen auf jeden Fall von verschiedenen Läden. Aber am Ende sind wir Gott sei Dank noch fündig geworden und wir konnten uns auf jeden Fall Gönner-G gönnen. Ja, und wir sind ja öfter auf blauen Dunst losgefahren im Supermarkt, aber haben auch viele, viele angerufen. Lustig waren manche Mitarbeiter, also man ruft so an und fragt, habt ihr denn schon den neuen Gönner-G? Dann kommt erstmal eine Antwort am Telefon. Was, wie heißt das? Was meinen Sie? Na, Gönner-G. Nee, das kenne ich nicht. Ja, manche kennen das nicht. Dann gibt es aber wieder ganz andere, die sagen da am Telefon, ja, ja, auf jeden Fall, kenne ich, aber haben wir leider nicht. Oder haben wir doch. Also völlig verschiedene Sachen. Ja, und wo der Release war, habe ich natürlich auch bei WhatsApp auf den Status viel, viel im Status reingemacht über Gönner-G. Ja, auf jeden Fall war das eine interessante Sache für mich und eine interessante Reise mit Gönner-G. Natürlich habe ich mir von den Roten natürlich ein paar gesichert. Die stehen auch schon eiskalt bereit. Hiervon habe ich natürlich auch noch welche. Aber mir schmeckt, wie gesagt, der Rote am besten. Ihr schmeckt der am besten. Den habe ich heute leider nicht mehr bekommen. Den gab es noch. Den gab es auch. Ist immer unterschiedlich. Also ich habe jetzt noch keinen Laden gefunden, wo alle drei Sorten, sag ich mal, in Massen da sind. Natürlich gibt es sowas, bin ich von überzeugt. Aber auf meiner Route war es leider nicht mit
dabei gewesen. So, liebe Leute, auf jeden Fall werde ich mir heute noch einen Gönnergy gönnen, den roten. Und gönnst du dir auch noch einen? Ich gönne mir heute den Tropical. Ja, super. Dann gönnt sich jeder heute noch ein Gönnergy. Weil, wie gesagt, man muss sich auch mal was gönnen. G steht für gönnen. Ja, man kann ohne Gönnergy leben, muss man aber nicht. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Und macht's gut, bis bald und gönnt euch ein Gönnergy. Aber eiskalt genießen. Und nicht vergessen, G steht für gönnen. Bis dahin, macht's gut und bis bald.